können Sie denn nach Ihren Forschungen sagen über die Herkunft der Beschäftigten dort? Ich habe da für dieses Buch, das in diesem Jahr erschienen ist, Gott sei Dank noch einige Zeitzeugen gehabt, neben meinem Vater, den ich, habe gesagt, vor ja, jetzt 8 Jahren leider ins Grab schauen haben müssen. Aber die jetzt noch lebenden Zeitzeugen und parallel zu meinem Vater auch dessen Arbeitskollegen kommen, sind ausschließlich aus der Landwirtschaft gekommen. Ja. Der typische Fall war, ein Sacherl, kleine Landwirtschaft, kinderreiche Familie, der Älteste hat den Hof bekommen. In der Regel im Bayerischen Wald haben sie kleine Höfe gewesen. Nicht. Welche Größenordnung kann man sagen? Ein Hektar oder? Ein Hektar vielleicht, 10, 15, 20 ja. Hektar und dann war es schon, vielleicht die ganz großen 30 Hektar, aber dann war es schon hübsch zu Ende. Ja. Und man muss ja wissen, der Bayerische Wald ist von der Vegetation her sehr, sehr schwierig. Ja. Es ist ja da im Durchschnitt ungefähr um 2 Grad kälter als zum Beispiel in den Bayerischen Alpen. Ja. Also es ist ja gesichert, dass die Vegetationsgrenze, die Waldgrenze bereits bei 1200, 1300 Meter sind. Der Arber ist 1450 Meter und ja. ist oben kein Wald mehr. Ja. Und in den Gebirge geht die Waldgrenze bis 1800 Meter hoch. Also der Bayerische Wald war immer schon klimatisch schwierig. Demzufolge war es auch mit der Landwirtschaft schwierig. Also die Alternative zur Landwirtschaft war entweder auswandern oder dann in dieser Zeit Steinbrüche. Mhm. Und nach dem Krieg, wo er dann diese wirtschaftliche Gesundung eingesetzt hat, haben dann die Steinbrüche gerade hier in Badersdorf sehr großen Zulauf gehabt. Und der typische Fall ist, nicht im Bauernhof, die kinderreichen Familien also nach dem Krieg waren ja, haben ja genügend an Arbeitskräften gehabt. Mhm. Und dann nur fürs Essen zu arbeiten, waren ihnen zu wenig, dann haben sie eine Familie gründen wollen und dann haben sie Gottlob die Chance Steinbruch bekommen. Ja.